Das Abenteuer beginnt. Tahiti Park. Nee, Tanti Park. Den machen wir jetzt auch noch, oder was? Ein Griffel! Smells like a case. Now it's getting interesting. What do you think happened, Pikachu? Da machen wir aber schon ziemlich viel hier. Demo-Version muss lang sein. Die Parts ich das aufteile. Ob das eine wird, ob das zwei werden oder sogar mehr. Und ob ich es so zusammenschnipple, dass es einer ist und das alles reinpasst. Jetzt sind wir ihm den ganzen Weg gefolgt und von der Kette fehlt immer noch keine Spur. Jede Spur. Und obendrein ist Griffel jetzt auch noch bewusstlos. Als Detektiv muss man immer seinen kühlen Kopf bewahren und die Lage analysieren. Öffne dazu erstmal dein Notizbuch, so wie vorhin. Finde die Halskette. Jo, wir finden die Halskette. Finde heraus, wohin das Griffel gerannt ist und finde die Halskette. Halskette finden. Griffel lag bewusstlos bei einem Baum. Die Halskette war nicht da. Informationen. Was genau muss man bei einer Tat oder Untersuchung denn alles machen? Ganz einfach, du untersuchst den Ort des Geschehens nach Spuren. Okay, ich versuch's. Genauer untersuchen. Wir griffeln am Tatort herum. Eine Schramme am Körper. Vielleicht war es in einen Kampf verwickelt. Da scheint etwas unter ihm zu liegen. Untersuchen. Was haben wir denn hier? Eine Feder haben wir hier. Gute Arbeit, Tim. Das wird uns bestimmt dabei helfen, den Übeltäter zu finden. Schwarze Feder. Haben wir nun einen Anhaltspunkt? Ja, großartig. Eine Tomate oder eine Beere. Tomate ist es nicht. Alles rot, vermutlich eine Mischung aus Ketchup und den Überresten der Beere. Sehr gut beobachtet. Diese Beere ist übrigens ziemlich scharf. Ich glaube nicht, dass es sie essen wollte. Rote Beere. Wir haben noch Zeitung. Eine Zeitung des Tages. Eine zerknüllte Ausgabe der Morgenzeitung. Lass mal sehen. Lesen Sie die schockierende Wahrheit über den Unfall auf dem Verreist-Way. Außer der Schlagzeile kann man kaum etwas lesen, der Großteil ist zerrissen. Zeitung aufgehoben. Schön. Kontaminieren wir den Tatort. Blätter. Ja, sie sehen etwas mitgenommen aus und stammen vermutlich von einem der Bäume. Blätter mitgenommen. Den ganzen Tatort aufgeräumt. Ja, haben wir spitze gemacht. Eine Softdrinkdose. Ob Griffel sie wohl leer getrunken hat? Ich vermute eher, dass sie aus dem umgefallenen Mülleimer dort gerollt ist. Als er umfiel, muss sich der ganze Müll wohl auf dem Platz verteilt haben. Jetzt ist er leer. Leere Dose gefunden. Alles klar, ich würde sagen, wir sind hier fertig. Anzeichen für einen Kampf. Die verschollene Halskette. Wir können wohl davon ausgehen, dass Griffel von jemandem überfallen wurde. Aber wer würde so etwas tun? Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Du hast dir sicher gemerkt, auf was du hier bei der Ermittlungsarbeit alles achten musst. Halte Infos zum Fall und neue Erkenntnisse immer in deinem Notizbuch fest. Geht klar, als erstes sollten wir herausfinden, warum Griffel bewusstlos ist. Griffel ist bewusstlos bei einem Baum. Die Halskette war nicht da. Das sind die Hinweise, die wir bisher haben.
Welcher Anhaltspunkt verweist auf den Täter? Der Müll, die Beere, die Blätter oder die schwarze Feder? Das ist ja wohl eindeutig die schwarze Feder. Ja, die Feder. Beim Owner of the Black Feather angegriffen. Der Besitzer der schwarzen Feder. Hat der Täter irgendein besonderes Merkmal? Ja, könnte ein gefedertes Pokémon sein unter Umständen. Wenn er eine schwarze Feder gefallen lassen hat, dann könnte er unter Umständen ein gefedertes Pokémon sein. Der Plan. Na dann rück raus. Herausfinden, wem die Feder gehört. Sehr schön. Ja, auf geht's. Frage, zu wem gehört die schwarze Feder? Ja, fangen wir an zum Ermitteln oder was? Wir sollten alle Leute in der Gegend befragen und Informationen einholen. Fangen wir mit der weiblichen Reinigungskraft in der Nähe des Tatorts an. Weibliche Reinigungskraft, ah, okay. Ja. Komplett leer. Der Mülleimer ist leer. Bei dem Baum dort drüben wurde vorhin ein Griffel in die Rauferei verwickelt. Hat sich die Lage inzwischen wieder beruhigt? Ja. Puh, zum Glück. Mir war das Ganze zu heikel. Deshalb habe ich die Ecke eine Weile gemieden. Jetzt kann ich dort meine Arbeit fortsetzen. Das kann ich gut verstehen. So ein Kampf kann schließlich sehr gefährlich sein. Wissen Sie zufällig, ob es ein Pokémon war, mit dem Griffel sich gerauft hat? Tja, gute Frage. Ich habe mich nicht in die Nähe getraut, also konnte ich nichts Genaues sehen. Ja, was ist denn mit der schwarzen Feder? Wissen Sie vielleicht, zu welchem Pokémon die schwarze Feder gehören könnte? Sie stammt sicher von einem Vogel-Pokémon, aber mehr weiß ich leider auch nicht. Das ist ja schon sehr brandheiß analysiert. Eine Feder, die zu einem Vogel stammt. Zu einem Vogel gehört. Genial. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Können Sie mir mehr über die Vogel-Pokémon hier im Park erzählen? Sicher. Dieser Park besteht aus drei Bereichen und beheimatet vier verschiedene Arten von Vogel-Pokémon. Der Park hat drei Bereiche? Ja, hier befindest du dich in dem Brunnenbereich. Rechts davon ist der Kaffeebereich und links natürlich der Naturbereich. Vogel-Pokémon im Park. Joa. Dann fragen wir mal die verschiedenen Pokémon der verschiedenen Bereiche. Welche Vogel-Pokémon treiben sich im Brunnenbereich herum? Im Brunnenbereich leben natürlich die Dusselgur. Sie schwirren meistens in der Nähe des Springbrunnens herum. Und im Kaffeebereich? Im Kaffeebereich lebt ein Schwalbini. Es vertreibt sich gern die Zeit damit, seine Gefieder zu pflegen. Und im Naturbereich? Welche Vogel-Pokémon gibt es denn im Naturbereich? Den Naturbereich teilt sich die Starlili mit einem Kramurx. Können Sie mir mehr über diese Pokémon erzählen? Mal sehen. Die Starlili sind immer zu dritt. Kramurx ist ein Freigeist und flattert tagsüber meistens außerhalb des Parks herum. Klingt doch sehr verdächtig. Ach ja, jetzt fragen wir nochmal. Haben wir doch alles. Ja, schaut so aus, als müssten wir in den Naturbereich. Das ist hier schon der Naturbereich. Ah, das sind doch hier die Starlilis. Starlili, trillerndes Trio. Die Schwarzfeder, nach der fragen wir mal. Hey, können wir kurz mal reden? Ist dir schon mal so was wie eine Feder untergekommen? So eine Feder? Starlili! Nein, zu dumm. Die Sache ist die, beim Springbrunnen wurde Hinweis auf die Täter gefunden. Starlini!
Wir verdächtigen doch dich nicht, aber würdest du uns trotzdem eine deiner Federn überlassen? Stachli! Danke für dein Verständnis. Damit bist du uns eine große Hilfe. Starellis Feder gefunden, die gar nicht so aussieht wie die von Kramurks. Die ist nämlich schwarz. Weißt du irgendwas über die Griffel? Starelli! Was sagst du da? Ein paar von ihnen hätten dir beinahe die Federn ausgerupft. Die Bewohner des Parks bleiben also auch nicht von ihren bösen Streichen verschont. Was weißt du über Kramurks? Stachelgi! Wir können dann es nirgendwo finden. Weißt du zufällig, wo es abgeblieben ist? Stachelgi! Es fliegt gerade auf der Suche nach glitzernden Dingen durch die Gegend. Aha, es liebt also glitzernde Gegenstände, sammelt sie auf und bringt sie in sein Netz. Lilli! Und wo genau befindet sich sein Netz? Nest? Stachelgi! Griffel könnte Informationen dazu haben, sagst du? Lilli! Gut zu wissen. In diesem Bereich gibt es also auch einen Griffel. Gehen wir es aufjagen oder sowas ähnliches. Auch fragen. Und wie so ähnlich. Konnte ich nicht richtig lesen. Aha. Ganz viele Pokémon hier im Wald. Und ein Griffel dort oben im Baum. Ist aber nicht das Griffel, was wir suchen. Das Griffel, was wir suchen, liegt tot. Ohne Halskette. So, weiter. Ort wechseln. Geht nicht. Wir suchen einen Kramurks. Hat jemand einen Kramurks gesehen? Was für ein Murks. Hier gibt es keinen Kramurks. Weiter suchen. Jo, so sieht's aus. Und weiter umschauen. Das sind doch Starlis. Dieselben von dort drüben. Der Bereich. Ja, da finden wir auch keine Krammungs mehr. So, was mit dir? Herzlich willkommen. Möchtest du etwas bestellen? Nein, ich möchte eine schwarze Feder vorzeigen. Gibt es in diesem Park einen Pokémon, das eine schwarze Feder hat? Lass mich mal überlegen. Das Gefieder von Krammungs ist komplett schwarz. Aber die Schwanzfeder der Dusselgur sind auch schwarz. Und das Gefieder von Schwabini sieht ebenfalls irgendwie schwärzlich aus. Ja, schön und gut, aber nicht so schwarz. Ist doch eindeutig eine Kramurksfeder. Wo finden wir einen Kramurks? Ja, bitte! Schwarzfeder, darüber wollen wir mehr erfahren. Haben Sie so eine Schwarzfeder schon mal gesehen? Von Schwabini stammt sie schon mal nicht. Lass mich mal nachdenken. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe so einen Feder schon mal beim See am anderen Ende des Parks gesehen. Na dann, auf zum See. Hoffentlich, wir müssen doch hoffentlich nicht alle hier im Park begutachten. Das ist kein See, das ist ein Brunnen. Wir müssen nicht alle hier befragen, oder? Das wäre doch mies, das wäre doch Murks. So, wo ist der See? Gehen wir zum See. Hier gibt es Hinweise beim See. Oder nicht? Eine schwarze Feder beim See. Okay, dann können wir hier nur mit ihm hier sprechen und mit ihm hier. Hallo! Das kam Murks. Könnten Sie mir überhaupt irgendetwas über Kramungs erzählen? Wohnt in diesem Bereich wirklich eins? Ja, tagsüber flattert es allerdings immer durch die Weltgeschichte und ist kaum hier. Aber ab und zu sieht man, wie es sich mit Griffel streitet. Griffel und Kramungs ist auch wieder ein Hinweis. Ja, die schwarze Feder, das ist noch am interessantesten. Wissen Sie, von welchem Pokémon diese Feder stammt? So schwarz wie sie ist, könnte sie... Nein, Quatsch. Es gibt ja auch andere schwarze Pokémon. Ich weiß es nicht. Lenkt nicht von dem Kramurks ab. Der ist es. Definitiv. Marganion. Hallo, Marganion. Wir würden gerne kurz mit dir reden. Maga. Was sagst du da, Pfiffchen? Was ist los?
Eins der Pfiffchen ist nicht zurückgekommen, obwohl es Zeit für einen Mittagsschlaf ist. Deswegen kann das andere nicht in der End schlafen. Magnaien ist völlig verzweifelt. Pokémon haben also auch nicht immer leicht. Wenn wir es finden, schicken wir es zurück zu dir, versprochen. Aber dürfen wir dir gern mal ein paar Fragen stellen? Die schwarze Feder ist interessant. Hast du so eine Feder schon mal gesehen? Magna. Ja, wir wissen, dass sie nicht von deinem Fell stammt. Des Grammons. Alles andere ist ja Monks, wenn wir das fragen. Was kannst du über das Grammons erzählen? Magna. Du begegnest ihm nur selten, aber wenn, dann erweckt es immer dein Interesse. Ja. Pfiffchen suchen und Grammons finden. Das ist Pfiffchen Nummer 1. Was hat es gesagt? Wir sollten es nicht beim Spielen stören. Ja, okay. So viel dazu. Okay. Busch untersuchen, da blinkt etwas. Müssten wir erstmal nach Pfiffchen suchen. Ja, schöne Sache. Die ganze Rätsel hier. Mülleimer untersuchen. Der Mülleimer ist leer. Schön, schön. Hier ist der Mülleimer nicht leer. Oh, Pikachu hat was zu melden. Hey, sei nicht schüchtern. Ach, das muss ich nicht lesen. Ja, ich muss mit sprechen. Ist klar. Muss das wirklich? Ist das wirklich der Fall? Pikachu chillt am Boden. Du willst dich doch nur ausruhen. Ja, jedes Detail kann ein wichtiger Hinweis sein. Ich weiß, Pikachu. Schaut sowas, jetzt müssten wir wirklich den ganzen Park durchkämmen hier nach Hinweisen. Fehlen Sie die Wüste zu durchkämmen! Die ganze Wüste wird durchkämmt! Ja, Sir. Das kann ja dauern. Fragen wir den kleinen Jungen, fragen wir das Pokémon, fragen wir alle nacheinander. In Zururex. Spielplatz. Zrum. Wir wollen hier nach alles fragen, also. Wir suchen eine Halskette mit einem blauen Anhänger. Hast du so eine zufällig gesehen? Zrum. Du hast so eine Halskette also weder gesehen, noch den Gegend gekickt. Griffel. Was hältst du von Griffel? Keks. Die Häufigkeit ihrer Streiche geht zwar zurück, aber dafür werden sie immer unverschämter. Zorro. Verstehe. Du vermutest, dass jemand es deswegen auf sie abgesehen hatte und ihnen die Halskette abnahm. Interessant. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Der Junge. Ist dieser Jungspund da dein Trainer? Keks. Du hast ihm mal deinen Ball zurückgepasst und seitdem seid ihr Freunde? Offenbar hält sich Zurex jetzt für den Fußballtrainer des Jungs. Ja, okay. Und weiter. Wir können ihn erst befragen, wenn er den Ball hat, oder was? Noch so. Ja, auch so. Hey, was gibt's? Niegriffel. Vorhin gab es an dem Baum dort drüben eine Rauferei, in die ein Griffel verwickelt war. Weißt du irgendwas darüber? Wohl kaum. Eine Rauferei? Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, mit Zurex-Pässe zu üben. Verstehe. Trotzdem danke. Schwarze Feder. Der hat doch nichts mitbekommen. Wieso müssen wir den jetzt befragen? Das ist doch völlig klar, dass hier kleine Kinder und sowas gar nichts mitbekommen haben. Kommt dir diese schwarze Feder bekannt vor? Die ist wirklich ziemlich schwarz. Ach. Wow. Der Wahnsinn, was der kleine Junge da gerade entdeckt hat. Eine Weltneuigkeit. Feder schwarz. Oh mein Gott. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Meine Güte.
könnte schwören, schon mal so eine gesehen zu haben. Aber keine Ahnung wo. In einem Kramungs unter Umständen. Ja, reden kann ich auch nicht mehr. Hast du zufällig eine Halskette mit blauen Anhänger gesehen? Nee, tut mir leid. So man den auch befragt. Und weiter und so fort. Halten wir uns von rechts nach links vor. Tut zwar sehr weh, hier jeden befragen zu müssen, aber ja. Dann haben wir zumindest ein System. Fangen wir bei ihr an. Fragen wir sie nach allem. Herzlich willkommen. Möchtest du etwas bestellen? Dann bestellen wir auch mal. Oh, du legst eine kleine Pause ein. Dann bestelle ich mir einen Kaffee für dich mit. Bestell einen Kaffee für mich mit. Was? Du trinkst Kaffee? Na klar, gibt's was Schöneres auf der Welt als eine ordentliche Tasse Kaffee? Nein, gibt's nicht. Definitiv nicht. Kaffee über alles. Ja. Na los, bestell schon. In Ordnung. Zwei Kaffee bitte. Kommt sofort. Sabione, zwei Tassen Kaffee bitte. Sabba. Dann kommt Sabayone. Ja. Drin Sabayone. Oha, gar nicht mal so übel, dieses Gebräu. Ich habe noch nie ein Pokémon gesehen, das Kaffee trinkt. Wenn du glaubst, Pokémon hätten keinen Geschmackssinn, hast du dich geschnitten. So ein Käffchen unterm blauen Himmel ist schon was Feines. Aber mal unter uns. Ich kenne jede Menge Läden, die noch besseren Kaffee verkaufen. Ja, da gibt's auf jeden Fall einiges. Okay, sie haben mal befragt. Können wir das Sabayone jetzt befragen, oder was? Wahrscheinlich. Sabba! Na toll, jetzt müssen wir sie auch noch befragen. Die Halskette. Wir suchen eine Halskette mit einem blauen Anhänger. Hast du vielleicht eine gesehen? Sabba. Ob sie einen besonderen Geruch hat? Nein, nicht wirklich. Sieht so aus, als könntest du uns auch nicht weiterhelfen. Trotzdem danke. Schwarze Feder. Weißt du, wem diese Feder gehört? Sabba. Die Feder hat meinen Geruch angenommen. Deshalb kannst du nicht sagen... Schade. Der Kaffee. Der Kaffee war echt lecker. Weiter so, Kumpel. Sabayone. Die Arbeit. Was machst du? Was macht die Kundschaft? Ist heute viel los? Sabba. Ach, es kommen also immer nur Menschen. Naja, immerhin ist das ein Kaffee für Menschen. Ja, das waren jetzt aufschlussreiche Informationen, vor allem über die Arbeit im Kaffee und so weiter. Wir reden weiter mit Menschen und klären das mal wieder auf. Eine Ewigkeit später. So, da haben wir alle befragt. Die Hinweise zu Kramurks Flut und zu diesem großen Baum in der Nähe des Sees. Durchsuche das Nest von Kramurks. Ja, sind wir soweit. Ich habe auch mal ein bisschen was rausgeschnitten. Wir haben auch das Pfiffchen wiedergefunden. Die schlafen jetzt alle dort friedlich beim Magnieren. Ja, ihr sollt ja auch selbst noch was zum Spielen haben. Das mache ich auch gerne bei Let's-Tests, gerade bei Let's-Tests. Oh, hoppla. Quick-Time-Events. Pikachu hochklettern lassen. Oha. Sieht aber knifflig aus. Was muss ich denn hier machen? A drücken. Mach ich doch. Okay. Sieht blöder aus, als es ist. Hey. Was willst du von mir, Spiel? Jetzt. Bravo. Cool. Musst also auf den Ring aufpassen. Ah. Was in die Mitte kommt. Jetzt. Verdammt. Im orangen Bereich. Jetzt. Bravo. Bravo. Und weiter. Oben ist er. Endlich angekommen. Das war ja schwierig. Schwere Geburt. Finden wir einen Beweis dort oben. Eine schwarze Feder. Und da kommt ein Kramurks. Oh wei. Oh, fang. Oh, oh. Sorry, habe ihn nicht gefangen. Musste ich gut ans Kissen. Ja, konnte nicht so schnell reagieren.
Sorry. Kramoks Feder haben wir gefunden. Nee, haben wir nicht gefunden, aber beweist jetzt. Geschafft. Aber bewiesen. Ja, die Mühe hat sich gelohnt. Lasst uns sofort die Federn vergleichen. Hier gibt's nicht viel zu vergleichen. Kommt definitiv vom Kramox. Machen wir das Kramox-Ding fest. Die Feder stammt vom Kramox. Verhaften wir es. Jetzt kommt erstmal der Verhör. Das klingt wie eine Hexe. Ja, so sieht er auch aus, der Kramox. This feather is yours, right? It was lying next to the apalm that fainted. Ich verstehe super viel. I'm assuming you had your eye on the necklace. So, what did you do with it, huh? You lost it during the fight. That's a very lame excuse. And now you're saying it was someone else. But it seemed like you and Apom were the only ones that were there. You're saying Burmy were in that tree. Burmy! Well, guess we'll check that out. Das werden wir natürlich überprüfen. Wir werden die Burmys überprüfen. Right, right. Wie lange will dieses Letztest noch dauern? Wenn es stimmt, was Kramox gesagt hat, befanden sich mehrere Burmy in dem Baum, neben dem wir das bewusste Griffhebel gefunden haben. Da haben wir uns extra bis zu Kramox vorgearbeitet. Jetzt stehen wir wieder ganz am Anfang unserer Ermittlungen. Was redest du denn da? Wir haben doch neue Fakten zusammengetragen. Wir kommen der Halskette Schritt für Schritt näher. Daran ist nichts zu rütteln. Das heißt jetzt nochmal die Befragung von allen in Richtung Burmy oder was? Schaut so aus. Ja. Oder auch nicht. Schaut wie ein Outro aus. Naja, ich würde mal sagen, weiter geht's in der Vollversion. Mal schauen, wie viele Parts ich daraus gemacht habe. Aber wir haben es durchgespielt. Wir haben Wir haben die Demo-Version durchgespielt. Wie ihr seht, mit diesen Bildern kommt in der Hauptversion noch einiges mehr. Ihr dürft euch drauf freuen. Also, es wird noch spannender als hier in dieser kleinen Parkszene. Die kleine Parkszene ist jetzt eher abschreckend, aber ja. Ich habe da schon ein bisschen Let's Play-mäßig bei anderen YouTube-Kollegen reingeschaut. Und ja, es lohnt sich. Durchaus spielenswert. Ja, kann man so sagen. Also, wie gesagt, diese Parkszene wirklich jeden Einzelnen befragen zu müssen, das finde ich halt ein bisschen lästig, aber ja, wenn man Zeit hat und wenn man Lust hat, wenn man sich wirklich Zeit dafür nehmen kann. Soll ja noch spannender werden. Ich freue mich auf das Let's Play. Ich werde es Let's Playen, aber bitte wartet nicht drauf. Bitte wartet nicht auf das Let's Play. Es wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis es anfangen wird. Also, ja, geduldet euch noch ein Weilchen. Bis dahin wird auf meinem Kanal noch vieles anderes kommen. Vieles Spannendes und Tolles. Also, es kommen auch noch neue Sachen dazu, aber mit Detektiv Pikachu wird es jetzt noch ein bisschen, mit Meisterdetektiv Pikachu wird es jetzt noch ein bisschen dauern, also ja. Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Let's Test mehr mit dem Zwangfrist verpassen wollt oder generell kein nächstes Video mehr verpassen wollt. Aktiviert das Glöckchen an meinem Kanal, das ist direkt neben dem Abo-Knopf. Das ist ja jetzt in letzter Zeit wichtiger geworden als der Abo-Knopf. Also, ja, es ist, ja, kommt nur noch eine Sache mit dazu, die ich mit im Abmoderationsdingens mit erwähnen muss. Glöckchen aktivieren. Haut auf die Glocke.
soll ja effektiv sein. Das ist sehr effektiv, wenn ihr auf die Glocke haut. Ohne die Glocke bekommt ihr jetzt keine Benachrichtigung mehr, bekommt ihr es unter Umständen nicht mehr angezeigt, wenn ein Video von ihr hochgeladen wurde. Also, ja, ich weiß, ist blöd, aber YouTube ist halt auch blöd in letzter Zeit. Macht's einfach, wenn ihr Videos sehen wollt. Gehabt euch wohl und haut drinne. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.